Plötzlich tausende rote Augen. Nein, hört doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt direkt im Morbol ins Maul. Mehr Bier! Heute wird gefeiert, Männer. Morgen geht es los. Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte eurer Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Ist dir unwohl? Nein, Vater. Bin nur etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater? Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Espa mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du. Flieg über Felder und Wiesen und Auen. Flieg aus der Asche empor und durchschauet. Wie rosarisches Feuer im Wind. Fliege, wir folgen, wo immer dir hin. O Stürme nach vorn, wir sind ewig geboren. Lauter, meine Freunde, lauter! Yeah! Über Wasser und Wälder und Moore, sehet die Flammen am Firmament. Hier wird mich keiner vermissen. Na, Großer? Jill sucht sicher schon nach dir. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht oft eine Pause gönnen und... Dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergrault. Sie erzählen alle von dir. Und nenn dich den Morbuljäger. Das sagen sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen, wäre ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben.
Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder, der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Ein jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen, vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht, der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Verstanden? Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgal. Nachschub aus der Hauptstadt. Na endlich. Hast wohl gekostet, was? Und da sagt noch einer, hier im Norden würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Meine Kehle ist auch ziemlich trocken. Was ist da los? Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. Ist das? Ah!
Verzeihung, mein Prinz. Ich bin's. Wade, ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Gehen wir. Folgt mir, Eure Hoheit. Ich hatte recht, ich muss den Scheiß ausspielen. Ich muss dazu sagen, er erinnert mich immer mehr an Hugo. Wegen dem Husten und den Negativen. Und der Junge war? Hier ist es erschöpft irgendwo. 9.999 Hallen. Alter! Es ist mir schon klar, dass es der stärkste Zauber ist, aber trotzdem 9.999 bei dem kleinen Hosenscheißer? Sind die Feinde etwas? Aber ich muss etwas revidieren, nicht König, sondern Herzog. Ich fürchte schon, Eure Hoheit. Kommt! Die Feuerball verkommen lassen die ganze Zeit. Das ist krass. Hat definitiv seine eigene Leuchte dabei. Auch wenn er nicht der hellste ist. Schaden wie die anderen. Ich muss dafür näher dran stehen. Die habe ich vorhin noch gesehen. Sie haben gelacht. Ein Sanbrekscher Soldat. Aber warum greifen Sie an? Ich muss zu meinem Vater. Ich musste hier eher weg. Ich hab die Küche gefunden. Aber richtig erschöpft danach. Also damit macht er nicht so viel Schaden. Verdammt, die Schweine sind überall. Warum tut Sanbrek so etwas? Wir sind verbündet. Ja. Sowas passiert. Die anderen haben ein besseres Angebot gemacht. Oder wurden manipuliert. Was sein können. Der Dominus! Müssen weiterhin wachsam bleiben. Mann, das sieht echt nicht gut aus. Eure Hoheit, ich...
Keine Sorge, ihr werdet wieder gesund. Ich halte sie auf. Seid ihr? Ich komm durch. Dank seiner Hoheit. Euer Gnaden, Lord Murdoch. Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Stellan, du Isaac Elif. Nun flieg geschwind nach Rosalith. Der Herzog und der Dominus können nicht dort sein. Findet sie. Am besten zum Nordtor, zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. Also mal ganz ehrlich, ne? Ich erinnert mich immer mehr an Hugo. Oh. Ja, das ist ja das, was ich beim ersten Mal schon mich gewundert habe. Wie kriegt er sein Schwert immer aus der Scheide raus und wieder rein? Wobei, ist es ja eigentlich keine Schwertscheide. Aber es ist dort verschnürt. Also, naja. Es geht so schnell, dass man es nicht sehen kann. Bis zum liegen bleiben. Sind wir zu spät? Sind alle schon tot? Also wenn hier welche waren, dann sind sie nicht mehr hier. Und zu viel gesoffen. Verdammt nochmal. Ja, wir wissen definitiv, dass das Essen nicht vergiftet wurde. Hier ist Kuchen beim Lager. Und hat das Lager mit seinem Magen geschützt.